Hallo alle zusammen und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer weiteren Folge von Let's Play Total War Rome 2 mit den Zuwem. In der letzten Folge haben wir zusammen ordentlich eins auf die Nuss bekommen in Bagakum. Wir wollen uns die Stadt aber wieder zurückholen, nachdem wir wirklich alle unsere Armeen verloren hatten hier, die sich hier befunden haben. Was, wieso lädt gerade mein Headset nicht? Und wieso spinnt gerade hier? Ah, super, okay. Mittlerweile haben sie sogar noch einen einzigen Anführer, der uns hier dadurch ganz schön zurückschmeißt. Aber gut. Okay, ich muss mal kurz gucken, warum mein Headset nicht lädt. Bin gleich wieder da. Ach so. Gut, jetzt lädt es. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass da so ein kleiner Wackelkontakt drin ist, aber gut. AIDS kommt nicht allein, ne? Schrecklichen Berserker, die haben zum Beispiel auch noch einen anderen Namen verdient. Den geben wir mal schnell. Irgendein Name, schreibt also was in die Kommentare. Also, ich freue mich da schon drauf. Pang. Also, schreibt das schönes rein. So, hier machen wir noch nichts weiter. Sortieren wir erstmal noch die. Die werden uns nicht angreifen. Anscheinend sind sie so stark vergiftet, dass sie sich nicht bewegen können. Finde ich gut. Grundsätzlich, unsere Strategie ist jetzt, dass wir wesentlich mehr in Richtung bessere Einheiten gehen, mehr auf sperrbare Einheiten setzen als vorher. Und dadurch hoffen, dass wir dadurch den Kampf gewinnen, weil unsere Schwertkämpfer mittlerweile nicht mehr genug sind anscheinend. Ja, aber wen juckt's. Na gut. So ist der Schritt und der Lauf der Dinge eigentlich gerade. So, die kosten auch Nahrung. Und ja, wir haben gerade ein kleines Nahrungsmittelproblem, möchte ich mal so anmerken. Dadurch, dass wir quasi unsere Nahrungsquelle verloren haben, sollten wir jetzt in den nächsten paar Runden Probleme bekommen. Nicht gerade sehr schön, gerade hier in der Provinz, aber okay. So, hier rekrutieren wir auch noch fleißig. Germs Next Top Kriegers. Wo hatten wir noch was? Ich glaube, das war's erstmal. Den Rest rekrutieren wir erst später. Ah, gut. Fakt ist, wir wollen uns auch weiter hier um die sämtlichen Armeen kümmern, die sich hier noch befinden. Guck mal durch hier. Du kannst noch. Dann lernst du mal weiter das Vergiften, bitte. So. Ja, Sabotage. Gescheitert natürlich, okay. Ich habe auch gehofft, dass du besser bist. Du bist weiterhin hier, das finde ich auch gut. So, die Augen der... Ah, da hattet ihr einen coolen Namen gehabt. Warte mal, muss ich mal kurz reinschauen, was ihr da geschrieben hattet. Machen wir erstmal kurz die Kommentare auf von den letzten Videos. So, wo waren die denn hier? Da geht's hin und dann wollen wir mal schnell zum Spiel gehen. Wo ist es denn... Da unten ist es Let's Play. So, schnell den Sound deaktivieren, damit ihr hier nichts hört gerade. Schon schlimm genug, dass ihr nichts sehen könnt. Oh mein Gott. So, gehen wir auf Folge 18 rein und schauen mal danach. Ich bin so schlecht im Namen merken, manchmal. Kandidaten Valhalla war nicht schlecht. So, ihr hattet aber noch ein paar andere gehabt. AIDS kommt nie allein. Die Dragbringer. Party-Patrioten ist lustig. Motherfucker des Todes. Sexsklaven-Drag. Nee, also gehen wir einfach mal hier hin in Folge 19. Weiß ich, was sich da so finden lässt. Cornys Titoten. Ja, die feuchten Ruderer, das habe ich gesucht gehabt. Das passt dann nämlich jetzt gerade ganz gut. Wir nennen jetzt die feuchten Ruderer. So. Die feuchten... Ruderer. Ihr seid aber auch ein paar Schweine, du. So. Okay, die Konsorten der Freak bleiben erstmal bei dem Namen hier. Ey, jetzt komme ich ein, hat mich schon. So. Irgendein Name, ja, wissen wir. Dann beenden wir erstmal mal die Runde hier. Und schauen, dass wir mal irgendwie über die Runden kommen. Denn... Wir haben jetzt gleich Nahrungsmittelknappheit in ganz Germanien. Und das finde ich nicht gerade sehr knorke, aber naja. Ich wollte ja den Lebensraum im Westen haben, um dann dort ein bisschen Nahrungsmittel anzubauen. Hm. Ist ja ganz... Ach, du Schwein. Der vergiftet die gerade von einer Runde bis zur... Also immer wieder, dass die nicht abhauen können. Das ist so ein Arschloch. Aber gut. Wir können das kontern und schlagen einfach zurück. Und vergiften auch immer wieder weiter. Ich hoffe, dass er endlich mal abhauen kann hier. Was?
Wie kann er sich denn noch bewegen hier? Ich hab den doch... Alter, das ist aber mal gerade ein echt... Eine echte Verarsche hier. Das ist doch mal eine richtige Verarsche hier. Was ist das für eine Verarsche? Der hat doch gar nichts gehabt. Ich hab den die Fähigkeit genommen, sich zu bewegen. Ihr habt es doch gesehen, Leute. Hat er den vergiftet. Dann kann er sich nicht mehr bewegen. Du Arschloch. Scheiß Attribaten, ey. Kaum fängt das hier an, schon kotzt mich wieder an, ey. Da drüben ähnliches Spiel. Scheiße. Dieses Schweine, ey. Auch wirklich. Angst ist euer Los. Ach, leck mich. Ihr wollt den totalen Krieg? Ihr kriegt ihn. So. Das ist doch zum Kotzen. Ich kann meine Armee nicht bewegen, weil diese Scheißspione dort immer sind. Ja, ja. Ich wette, das war jetzt auch mein Anführer. Ach, war zum Glück nicht. Super, ich kann mich wenigstens bewegen. So. Du schlägst hier wieder zu. So. Ach, leck mich doch am Arsch. Davon kann ich mir jetzt auch nichts kaufen, dass du das hier nicht geschafft hast. So, wir haben hier eine 5er Garnison, das ist gar nichts. Okay, dann machen wir es anders. Hier, ich möchte es wieder aufstellen. Irgendein Name. So. Für den Allerhöchsten! Einer mit dir. Die Kavallerie brauchen wir. Die Bogenschützen nehmen wir. Und. Speerkämpferin oder Speerbrüder? Naja, gut. Eigentlich egal. Wer ist günstiger im Unterhalt? Hier, dann können wir auch gleich einen mehr nehmen. So. Peng. Haben wir zumindest erstmal eine kleine Armee, die sich wehren kann. So. So, Gemetzel. 81%ige Chance, den auszuschalten. Zumindest zu behindern, natürlich. Oder wieder klar. So, vergiften bitte. Wir werden hier mal zeitgleich wieder was rekrutieren. So, wieder dreimal Sperrwahl, den wir sparen konnten. Wow, super, du bist erfolgreich. Du bist aufgestiegen, das möchte ich sehen von dir. Okay. Gepäck zerstören. Finde ich gut. Okay, machen wir mal den hier bitte. Falscher Lieferant. So. Team erstmal den hier bitte wieder. Ermöglicht Rekrutierung von Speerkämpferinnen und Odins Speere. Könnten die auch sein lassen hier und können dann jetzt mal die richtigen Motherfucker ausspielen. Und zwar die Odins Speere. Sie sind im Unterhalt nicht viel teurer. Sind der Nahkampfabwehr zwar schlechter, aber im Angriff besser und haben Ansturm abwehren. Und genau sowas brauchen wir gegen diese verfickten... Wie heißt die gleich nochmal? Genau, Nervia. Mit Attribaten. So. Okay, hier haben wir jetzt was fertiggestellt. Was wollten wir eigentlich aufbauen? Genau, ein Handwerkshaus war das, oder? Ja. Wir wollten hier sowas bauen. Ah ne, wir haben hier eigentlich nur... Ja, ich verstehe. Wir hatten hier unser Nahrungsmittelproblem. Hatten wir damit quasi nur mal retten können. Puh, Glück gehabt. Okay. Das werde ich jetzt erstmal nicht bauen, weil ich das Geld noch brauche. Weil ich es gern machen würde. Genauso wie hier drüben das Prüfgelände ich eigentlich bauen möchte. Ah, cool, ich kriege sowieso verstärkt Nahkampfabwehr, finde ich gut.
Okay. Ich kriege nächste Runde auch noch darüber. So. Was machen wir denn hier drüben? Militärumsturz. Patrouille überfallen. Machen wir also direkt. Ah, das ist viel gefährlicher. Machen wir lieber hier. Zack. Den möchte ich nicht sehen unbedingt. Ziel erfolgreich behindert. Kann sich nur halb so weit bewegen wie üblich. Super. Die sind auch nicht in der Lage, mich anzugreifen. Euch ziehen wir hier zurück. Okay. Das war's damit. Militärsabotageversuch hier drüben. Wissen wir. Armee zerstört, irgendein Name. Ja, verborgener Agent entdeckt. Kennen wir. Baubericht. Ja, super. Okay, versuchter Militärumsturz. Hier drüben hat es nicht geklappt. Okay. Haushalt erweitert sich. Gruppe schicken. Eigenschaft erhalten. Okay, gut. Schauen wir mal, dass alle unsere Agenten jetzt hier... Ah, das ist geil. In der Tat, das ist wirklich geil. Geben wir dem mal noch einen weisen Mann, dann kriegen wir gleich plus 10% Forschungsrate. Du hast auch einen weisen Mann. Ich tausche mal einen gegen barbarischen Philosophen hier. Oh ne, lieber bei dem, wo wir sowieso nicht großartig aktiv werden hier und da. Da wirst du nicht großartig in Gefahren gesetzt. Aber abgesehen davon... Schauen wir mal nach. Ja, Wachstum haben wir hier noch weiter. Wenn es so weiterläuft, kriegen wir bald auch die nächste Stufe hier. Dann wollen wir auf Zufriedenheit setzen. By the way. Bauen wir ruhig eine befestigte Siedlung. Hier kann ich schaden. Und wir beenden erstmal... unsere Runde hier. So. Ich weiß... aber ich will diese verfluchten Attribaten aus meinen Ländereien vertreiben und die Nervier noch gleich mit dazu. Scheiße, mit den Norikern haben wir jetzt auch Probleme. Muss ich auch noch rekrutieren. Im Süden. Hab ich ganz vergessen gehabt. Ach, Mist. Okay, Nervier werden mich jetzt gerade vergiften wollen wahrscheinlich. War doch klar. Der will mich jetzt hier drüben ausschalten. Schaffst du nicht. Ah, behindert hat er mich. Okay, gut. So, ein Mist. So, naja, wer haut bloß ab hier. Aber nichts Gefährliches weiter, außer die eine Armee zu vergiften. Oh, jetzt geht's weiter. Verwundet oder ausgeschaltet. Eins von beiden. Okay, und der zieht jetzt in meine Richtung hier mit der Armee. Aber das müssen wir zu verhindern. Wir werden euch jetzt hier weiter fleißig vergiften. Okay. Behindert, verwundet, ja. So. Vergifte den mal bitte hier. Erfolgreich, super. Rekrutieren wir mal gleich noch ein paar Odin-Speere wieder. Ich bin jetzt gerade überlegen, ob ich nur zwei nehme oder mehr. Okay. Ich will auch mal überlegen, wie ich die Armee aufbaue. Feststeht, ich werde Bogenschützen rekrutieren. Also zwei davon. Dann noch zwei Wolfskrieger mit rein. Bitte, bitte, bitte. Ja. Mist. Erstmal hier rein, bitte. So. Okay. Hier unten rechne ich noch bald mit Feinden. Garnison hier ist nicht die beste, aber sie sollte ausreichen für Grundaktionen. Holen Sie ein paar Steinschilder nochmal dazu hier. Okay, hier nimmt weiter die Neigung zum Keltentum ab, finde ich gut. Okay, Schwertmeister haben wir hier.
Ist eigentlich auch klar, dass wir die hier einbauen werden, aber das Geld habe ich gerade nicht, um die zu rekrutieren. Machen wir sowieso zum Schluss erst. Okay, was wollen wir stattdessen rekrutieren? Fest steht, ich brauche Sperrwehreinheiten für die Flanke. Nehmen wir mal gleich 4 Stück mit. So, und hier. Wie teuer seid ihr im Unterhalt eigentlich alle? Boah, zu teuer. Auflösen. Bisschen Geld sparen schon mal. Vorweg, bevor die Armee da ist. So. Eigenschaft erhalten. Apropos Eigenschaft erhalten. Du bist gefährlich. Aber 81%ige Chance, das gefällt mir. So. Feind gemeuchelt, das ist der Hammer. Okay. Attentat muss nicht sein. Aber Befehle abfangen kann nicht schaden. Vielleicht lernen wir gleich ein bisschen ein paar neue Sachen. Schade. Aber du warst erfolgreich und es reicht mir für den Anfang erstmal. So, was haben wir hier für eine Flotte überhaupt? 12 Einheiten? Wir haben hier 13. Wir können versuchen, dagegen anzutreten. Wir können auch erstmal die Schiffe hier auflösen. So. Okay. Ah, hier haben wir Meertrennung. Okay, gut, verstehe. Aber wir sparen wieder ein bisschen Geld. Wichtig gerade. Für die Rekrutierungen. Okay, wo kriegen wir eigentlich die Bannerträgerinnen? Das würde mich jetzt mal interessieren. Hier nicht. Warte mal, schauen wir mal genauer nach. Wir haben ja die Sperrkämpferinnen hier drin. Wir haben ja sowieso mehr religiöse Gebäude. Wird da bestimmt irgendwo noch eins sein, was mir sagt, wo ich die Bannerträgerinnen herbekomme. Steht schon mal fest, hier nicht. Okay. Wie sieht's mit Ostra aus? Nein. Gehen wir hier kurz rein. Was ist das überhaupt? Eine Eiche des Tür. Ah. Da möglich also auch diese Einheit hier. Verstehe. Aber wo kommen jetzt die Bannerträgerinnen her? Die möchte ich mich gerne haben. Gehen wir mal nochmal in die Enzyklopädie rein. Bannerträgerinnen. Natürlich nicht. Einheiten. So. Hoffentlich funktioniert es diesmal. Erstmal runter zum S gehen, zu den Sueben. Macht er nicht, natürlich nicht. Wie soll es auch sonst sein? Stattdessen suchen wir jetzt einfach mal nach B hier bitte. Bannerträgerinnen. Das sind die aber nicht hier. Aber gut, die passen vom Namen her halt. Ja, wann kann ich ihn rekrutieren hier? Steht es hier nicht drin, oder was? Ach, dann machen wir das eben kurz anders. Tut mir leid, dass ich jetzt gerade wieder zum Browser hier switche, aber... Habt ihr so eine schöne Seite, die nennt sich hongar.net und da gibt es dann alles viel besser erklärt. Deswegen gehen wir jetzt um 2 rein. So, ist auch viel einfacher alles zu finden. Erstaunlich, dass die das besser machen können als die Macher von Total War, aber gut. Die Sueben. Hier drüben sind sie, wählen wir sie aus. Na, häng dich hier mal nicht auf, Browser. Natürlich, war klar. Ach ey, ist doch alles Shit hier. So, Sueben bitte. Okay, und die Bannerträgerin, Hexspearers. Wo finden wir die denn? Die möchte ich mich unbedingt haben.
Dann kann ich super schöne Hinterhaltsarmeen bauen und auch auf Angst setzen. So. Also. Ah, gut, mit Schwertmeistern zusammen. Verstehe, oder? Ist sie nur als Garnisonseinheit gesehen. Könnte mich auch sein. Schauen wir mal hier rein. Könnte ich damit auch rekrutieren? So. Provides Garrison. Möglich aber keine Rekrutierungen von denen. Hm. Sieht's damit aus? Hier mal, ich will mal verlinken. So. So, hier auch nicht. Okay. Und hier auch nicht. Gut. Anscheinend kann man die einfach wirklich nicht rekrutieren. Gut. Gut zu wissen. Also wenn ihr wisst, wo ich sie rekrutieren kann, bitte sagt mir das sofort. Ich möchte mich unbedingt einsetzen. Bannerträgerinnen sind unheimlich praktische Einheiten. Aber das ist erst Zündstoff für die nächste Folge. Ich sehe euch leider erst dann morgen wieder am Samstag um 12 Uhr und verabschiede mich deswegen wieder von euch und sage in dem Sinne, ciao, bis zum nächsten Mal.